Hardtubing ist sicherlich die Königsdisziplin, wenn es darum geht, eure Rechner mit Wasserkühlung zu versehen. Und viele von euch trauen sich da nicht so richtig ran, weil es im ersten Moment sehr kompliziert aussieht. Und naja, man will es halt nicht unbedingt selber machen. Aber dass das Ganze gar nicht so kompliziert ist, solche Tubes zu verarbeiten und daraus richtig schöne Biegungen für eure Wasserkühlung zu bekommen, das zeige ich euch in diesem Video. Ja, und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Heute geht es um Wasserkühlung und der ganze hintere Aufbau mit den Hardtubing. Der soll heute für uns mal in den Fokus geraten und ich zeige euch einfach mal, wie man Hardtubing betreiben kann mit ganz einfachen Mitteln. Und ihr werdet sehen, es sind wirklich absolut einfache Mittel, die ihr benötigt, um eure Tubes so schön zu biegen, wie ihr es gerne hättet. Das allererste, was ihr braucht, das ist Geduld und ein bisschen Spucke, wie man so schön sagt. Denn auch ich habe mal klein angefangen und was soll ich euch sagen? Meine ersten Tubes, die sahen dann hier so aus. Also ihr seht schon, was ich meine. Ich habe also auch viel experimentieren müssen mit der Wärme und so weiter und so fort. Ja, und dann kommt auch manchmal sowas bei raus. Das ist natürlich nur Ausschuss. Und ja, auch das sind so die Anfänge gewesen. Ja, man muss halt ein bisschen üben, aber im Lauf der Zeit merkt ihr, dass ihr immer besser werdet und dass das Ganze dann auch so schmuck aussieht, wie ihr euch das vorstellt. Was braucht man alles, um Hardtubing für die Wasserkühlung zu betreiben? Als erstes empfehle ich immer die sogenannten PETG-Tubes. Das sind so eine hier, das sieht so aus. Ja, die sind von der Verarbeitung her wesentlich besser, weil die brauchen nicht so viel Wärme wie die ursprünglichen eigenen bekannten Tubes. Die gibt es schon eine ganze Weile und die machen sich sehr, sehr gut. Die verarbeiten sich auch sehr, sehr gut. Deshalb würde ich euch empfehlen, wenn ihr Hardtubing betreiben wollt, schaut nach PETG-Tubes. Ja, des Weiteren sollte man ganz, ganz wichtig den passenden Silikonschlauch für den Innendurchmesser parat haben, denn den braucht ihr auf jeden Fall, damit eure Tube nicht in sich zusammenfällt und ihr eine schöne Biegung machen könnt. Das Ganze kommt dann in etwas Seifenlauge, also man sollte da eine Schüssel haben mit lauwarmem Wasser, da macht man ein bisschen Fit rein, ein bisschen Spüli und dann kommt der Schlauch dort rein und das Ganze geht dann in die Tube rein, macht sich wunderbar, braucht ihr keine Angst zu haben, da passiert nichts mit der Wärme, alles gut, alles schick. Und wenn wir zu dem Thema Wärme kommen, dann brauchen wir, um Hardtubing zu betreiben, noch sowas hier. Ja, das ist eine Heißluftpistole, ein Heißluftgebläse, ein einfaches, das reicht voll und ganz aus, hat hier zwei Stufen das Gerät. Macht im Grunde genommen genau das, was es soll, nämlich es erhitzt meine Tube und ich kann sie dementsprechend verbiegen. Ja, was man noch parat haben sollte, das ist so ein kleines Set, das gibt es überall zu kaufen. Ich kann euch ja das mal unten verlinken, schau mal, ob ich das für euch auf Amazon finde. Und das sieht dann so aus, da ist dann im Grunde genommen eine Schneidezange dabei. Das ist nämlich der Vorteil gegenüber den Acryl-Tubes. Ihr könnt die PETG Tubes mit so einer Zange wunderbar schneiden, braucht die nicht mehr zu sägen. Das macht sich einfach wunderbar, glaubt's mir. Ja, was ist noch so drin? Ein kleines Tool zum Biegen. Da habt ihr dann so eine Winkel mit dran und könnt dann dementsprechend eure Tube biegen. Das geht sowohl innenliegend als auch außenliegend. Macht sich ganz gut. Ich habe das auch sehr oft benutzt. Und zum Schluss gibt es da noch so eine kleine Entgratungsgeschichte. Das ist wie so eine Art, ja, ich sag's jetzt mal, wie so ein Anspitzer für die Tubes. Für innen und außen. Ich hole den mal raus. Das sieht so aus. Ja, ihr seht schon, das Ding ist auch benutzt. Dann kann man einmal den Innengrat wegnehmen und einmal kann man außen einen Grat anfräsen. Das ist immer ganz wichtig, um nachher die Tubes mit den Fittingen zusammenzubringen. Macht sich also derlei sehr gut. Was man auch noch haben sollte, das ist so aus dem Baumarkt ein einfaches Stückchen Sandpapier und wenn es geht, eine 1000er oder noch höhere Körnung, sodass ihr da schön sauber arbeiten könnt. 800.000er Körnung und dann geht das. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was kann man daraus alles konzipieren? Ihr seht das hier im Hintergrund. Das ist alles mit diesen Werkzeugen entstanden. Und ich will euch an der Stelle nochmal ein ganz einfaches, primitives Werkzeug zeigen. Und ihr werdet jetzt sicherlich lachen. Lacht bitte nicht. Es ist wirklich so, ich nehme da haushaltsübliche Gegenstände, die man hat, um nachher das hier zu biegen, nämlich diese
Tube, die habe ich jetzt schon vorbereitet für die White Lady. Die kommt also dementsprechend hier unterhalb der Grafikkarte dann mit dran. Und wenn man sich das Ding mal anschaut, die ist wirklich, ja gut, kann die Kamera jetzt schlecht einfedern. Ah, so geht's. Also die ist wirklich on top. Ja, und wie ich die gebogen habe, das zeige ich euch jetzt im Anschluss ein bisschen im Schnelldurchlauf. Und danach zeige ich euch nochmal die zwei wichtigsten Gegenstände, die ich dazu gebraucht habe. Und ich gebe euch noch einen kleinen Tipp, wie ihr das Ganze machen solltet, ohne dass ihr verzweifelt. Viel Spaß bei der Schnellansicht.
So, die Spirale ist fertig, wie ihr gesehen habt. Und ich hoffe, das hat euch gefallen, mal im Kurzabriss zu sehen, wie sowas gemacht wird, wie ich das gemacht habe, wie ich das gebogen habe. Und als allererstes lasst euch dabei Zeit. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ihr müsst also die Tube gleichmäßig erwärmen. Das ist absolut wichtig. Biegt nicht auf Gewalt bzw. auf Kraftaufwand, sondern biegt wirklich so, dass die Tube sich ganz leicht biegen lässt. Und ihr habt ja gesehen, ich habe so ein Stück Pappe hier verwendet. Viele werden jetzt ein bisschen schmunzeln. Das ist eine Küchenrolle. Ja, das ist im Grunde genommen das, was bei einer Küchenrolle übrig bleibt. Und das macht sich sehr, sehr gut. Warum will ich euch sagen? Weil das Material etwas nachgibt. Es pappt nicht an der Tube an und es kann die Wärme ab. Bis zu einem gewissen Grad. Macht sich ganz, ganz gut. Wenn ihr dann die Tube richtig in die Endfassung biegen wollt, dann habe ich mir hier meine Taschenlampe genommen, die den gleichen Durchmesser hat wie diese quasi Papprolle. Und so konnte ich dann im Grunde genommen das Ganze biegen. Ja, wenn man das noch ein bisschen befeuchtet zum Schluss, dann kann gar nichts passieren. Und ihr seht ja, das Ergebnis, das spricht ja für sich. Ja, es sieht super gut aus. Natürlich muss ich das dementsprechend jetzt noch kürzen, wenn ich es einbaue und vielleicht auch nochmal die dementsprechenden Enden nochmal erwärmen und in die richtige Position biegen. Aber das sollte nicht das Problem sein. Ja, keine große Werkstatt, keine Werkbank, keine Hightech-Geräte, sondern eine Heißluftpistole, eine Papprolle, eine Tube und viel Geduld reichen aus, um eure Tubes selber zu biegen, selber herzustellen. Und ihr könnt, wie gesagt, ja eure Kreativität da freien Lauf lassen. Es lohnt sich auf jeden Fall, weil das Endergebnis spricht nachher für sich und ihr seid sicherlich dann auch sehr stolz, wenn ihr einen Rechner baut, der wassergekühlt ist und dementsprechend auch noch euren Wünschen entspricht. Für alle diejenigen, die jetzt sagen, Abigail, das ist mir alles ein bisschen zu heikel, kann ich nicht, habe die Zeit nicht, ist nicht so mein Ding, denkt bitte dran, ich baue immer noch gerne für die Community Rechner zusammen und ich baue auch gerne wassergekühlte Rechner zusammen. Also wenn ihr da mal Interesse habt, dann checkt mal die Bio von mir ab und schreibt mir eine E-Mail über info@bigl.de und vielleicht kommen wir da ins Gespräch, können das Ganze im Vorfeld konfigurieren und ich kann euch gerne natürlich einen wassergekühlten Rechner zusammenbauen. Ja, wie denkt ihr darüber? Macht das für euch Sinn, einen Rechner Wasser zu kühlen? Habt ihr schon mal mit Hardtubing probiert oder seid ihr mehr die Softtubing-Geschichten bzw. AIO-Geschichten zugesprochen? Ja, schreibt mir das ruhig mal in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst mir einen kleinen Like da, würde ich mich ganz besonders freuen. Ansonsten bleibt mir gesund, bleibt mir gewogen, ich verabschiede mich und bin raus für heute. Macht's gut, euer Big L.